So, guten Tag, liebe Studierende, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie sehr herzlich zurück bei den Grenzflächen in der Verfahrenstechnik. Wir machen in der Vorlesung weiter mit den flüssigen Grenzflächen. Wenn Sie sich erinnern, ich fasse noch mal kurz zusammen, was wir letzte Woche gelernt haben oder in der letzten Stunde gelernt haben. Da haben wir uns angefangen, mit den flüssigen Grenzflächen zu beschäftigen und haben das Konzept von der Oberflächenspannung erarbeitet und haben uns überlegt, dass Moleküle, die an der Grenzfläche sitzen, eine andere Umgebung haben und deshalb weniger Nachbarn haben. Die Nachbarn führen zu attraktiven Wechselwirkungen. An der Grenzfläche haben die Moleküle weniger attraktive Wechselwirkung und folglich eine höhere Energie. Das sorgt dafür, dass ganz fundamental Grenzflächen immer energetisch höher sind als Moleküle im Volumen. Und das Zweite ist, dass die Verteilung der Nachbarn an der Grenzfläche anisotrop ist. Das heißt, wir haben unterhalb der Grenzfläche haben wir Nachbarn, überhalb der Grenzfläche haben wir keine Nachbarn. Und es sorgt dafür, dass insgesamt ein Zug oder eine Kraft in das Volumen reingerichtet wird. Und das nennt man bei Flüssigkeiten die Grenzflächenspannung. Gut, dann haben wir uns noch weiter beschäftigt mit Tensiden letzte Woche und haben gelernt, dass Tenside dazu führen, dass die Grenzflächenspannung erniedrigt wird und haben auch gesehen, was Tenside eigentlich machen. Die gehen eben an die Grenzfläche, dadurch, dass sie einen amphiphilen Charakter haben, dass ein Teil vom Molekül hydrophob ist, der zeigt dann aus dem Wasser oder aus der Wasserphase raus und ein anderer Teil ist hydrophil, der geht in die Wasserphase rein. Und wenn man jetzt immer mehr Tenside in so eine Wasserphase reingibt, dann entstehen irgendwann Micellen. Das sind im Prinzip kleine, wenn Sie so wollen, Kügelchen oder kleine Objekte, in denen auch die hydrophoben Gruppen alle zusammenragen und die hydrophilen Gruppen dann rausgehen. Gut, jetzt wollen wir heute weitermachen und uns ein bisschen mit Benetzung beschäftigen. Also was passiert, wenn man eine Flüssigkeit auf eine feste Oberfläche gibt? Und dazu gehe ich mal direkt hier auf die richtige Folie. Also, was uns beschäftigen soll, ist, was passiert jetzt an der Kontaktstelle zwischen den drei Phasen fest, das ist also das Substrat, der Flüssigkeit, das ist dann der Tropfen, und der Gasphase oder was auch immer diesen Tropfen umgibt. Kann natürlich auch eine zweite Flüssigkeit sein, dann wäre es eine Emulsion oder ein Tropfen, sagt man Öltropfen unter Wasser oder sowas. Ja, und dann soll uns interessieren, wie man verstehen kann und vor allem kontrollieren kann, wie diese Benetzungseigenschaften aussehen und warum uns das interessiert ist, weil es praktisch sehr hohe Relevanz hat. Jetzt können Sie sich ein paar Sekunden mal Zeit nehmen, um zu überlegen, warum das wichtig ist oder wann man so Sachen kontrollieren will. Da gibt es sehr viele Anwendungen. Also ich habe mal einfach hier zwei mitgebracht. Zum einen sind natürlich Schmiermittel oder Beschichtungen oder sowas. Wenn Sie jetzt überlegen, Sie wollen eine Wand anlackieren, ansprühen oder Sie ölen Ihre Fahrradkette, da ist es sehr wichtig, dass der Kontaktwinkel sehr klein ist, also dass die Flüssigkeit einen sehr dünnen Film auf die Oberfläche ausbildet, einfach damit die Oberfläche geschützt wird oder angestrichen wird oder eben komplett von dem Öl benetzt wird. Dann möchte man sozusagen eine gute Benetzung haben. Aber andererseits, wenn Sie jetzt an irgendwelche Funktionskleidung denken oder an Pfannen, die beschichtet sind oder an generell wasserabweisende Sachen, dann möchte man ja in der Regel immer die Flüssigkeit von der Oberfläche fernhalten. In dem Fall möchte man Benetzung verhindern. Jetzt habe ich mir hier noch ein paar Beispiele aus der Natur mitgebracht. Natürlich ist die Natur, dadurch, dass alles irgendwie auf Wasser basiert ist, da auch ein gutes Vorbild, um verschiedene Szenarien durchzutesten. Und ich habe mal wieder die Lotuspflanze hier mitgebracht. Da sehen Sie hier die berühmt ist dafür, dass sie total schmutzabweisend und wasserabweisend ist und sich deshalb immer sozusagen sauber halten kann. Und hier sehen Sie schon, offensichtlich ist die Benetzung auf der Lotuspflanze total verhindert oder total reduziert. Dann habe ich mal hier ein Bild von einem Wald mitgebracht. Jetzt ist die Frage, was hat denn ein Wald mit Benetzung zu tun? Und da können Sie mal überlegen, wie trinkt denn eigentlich so ein Baum? Auch so ein Baum möchte ja nicht vertrocknen und irgendwie muss ja die Flüssigkeit, die typischerweise im Regen hier im Boden gelagert wird, muss nach oben in die Blätter oder durch den Stamm in die Blätter kommen. Und wie das funktioniert, hat was mit Kapillareffekten zu tun. Das heißt, Sie haben ganz dünne und kleine, wenn Sie so wollen, Adern oder Röhrchen in dem Baum. Und dadurch, dass die Röhrchen klein sind und eine gute Benetzung haben, zieht sich die Flüssigkeit im Baum nach oben. Und so wird eben die Flüssigkeit dann in Pflanzen verteilt. Und das dritte Bild hatten wir auch schon in ähnlicher Form am Anfang der Vorlesung gesehen. Das ist ein armer Vogel, der hier in eine Ölpest reingeraten ist. Ich lese hier Louisiana, ist vermutlich also im Golf von Mexiko irgendwo passiert, vermutlich in den letzten Jahren. Und hier sieht man natürlich die ganze Tragödie, davon abgesehen, dass Öl natürlich toxisch ist und eklig, ist das große Problem für den Vogel, dass er offensichtlich sich nicht gegen dieses Öl schützen kann und das Öl überall sich in das Gefieder hier reinsaugt und damit verendet dann der Vogel. Und das wollen wir jetzt natürlich immer versuchen zu vermeiden, aber erstmal versuchen zu verstehen, warum das so ist. Und um das zu machen,
gehen wir mal direkt an die Tafel und ich mache hier kurz aus und das Licht an. Fahre hier meine Tafel ein bisschen hoch und jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn so ein Tropfen von Flüssigkeit, beispielsweise zum Beispiel Wasser, sich auf einer Oberfläche niederschlägt. Also wir haben hier eine feste Oberfläche und ich nenne fest mal S für solid in Englisch, einfach damit es einheitlich ist mit den Folien. Und auf dem Tropfen auf der Oberfläche drauf sitzt jetzt ein Flüssigkeitstropfen. Und das nenne ich L für Liquid. Und das Ganze ist umgeben entweder von einem Gas typischerweise, aber es ändert auch nichts an dem ganzen Phänomen, wenn das Gas jetzt kein Gas wäre, sondern eine Flüssigkeit. Ne? Also umgeben von einer kontinuierlichen Masse. Und jetzt haben wir zwei wichtige Sachen hier. Das ist der sogenannte Dreiphasen-Kontaktpunkt oder die Dreiphasen-Kontaktlinie. Also hier sind alle drei Phasen. Miteinander in Kontakt und an dem Punkt entscheidet sich sozusagen, wie weit der Tropfen jetzt auf die Oberfläche geht. Und das andere, was wichtig ist, ist, dass man den Tropfen beschreiben kann über den Winkel, den er ausbildet. Und ich nenne den jetzt mal hier Delta und das ist der sogenannte Kontaktwinkel. Wie es so üblich ist für Winkel, werden die mit griechischen Buchstaben abgekürzt. Ich nenne das hier Delta. Später kann es auch sein, dass es manchmal Theta genannt wird. Das ist auch ein typischer, ich sag mal, griechischer Buchstabe für einen Winkel. Ganz generell wird das natürlich immer in meinen Skizzen dann beschriftet sein. Und Sie achten einfach drauf, was für einen Buchstaben Sie sehen an dem Winkel. Dann wissen Sie auch, dass es um den Kontaktwinkel geht. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, was für ein Kontaktwinkel wird sich ausbilden, unter welchen Bedingungen? Wenn Sie jetzt nochmal auf die Folie vorher zurückgehen und sich überlegen, dass der Lotus-Effekt offensichtlich dazu führt, dass der Kontaktwinkel sehr hoch ist und quasi ein kompletter Tropfen auf der Oberfläche liegt, wohingegen das Öl auf dem Vogelgefieder eher so einen richtig dünnen, ausgedehnten Film bietet. Und wir wollen jetzt verstehen, wie wir das berechnen können. Und um das zu machen, müssen wir jetzt überlegen, was für Kräfte wirken denn eigentlich hier in diesem ganzen System. Und was wir schon wissen, ist, dass eben verschiedene Oberflächen hier im Kontakt sind. Wir haben zum einen die Grenzfläche zwischen der Flüssigkeit und dem Feststoff, ist das hier. Wir haben die flüssige Oberfläche und wir haben die Oberfläche von dem Feststoff. All diese Oberflächen haben Oberflächenenergien. Wie ich einleitend schon gesagt habe, ist die Energie an der Oberfläche höher als im Volumen und deshalb versucht das System, die Oberflächen möglichst gering zu halten. Das heißt, jede von diesen Oberflächen möchte möglichst klein sein. Und da sehen Sie schon den Spannungspunkt. Die flüssige Oberfläche wird natürlich kleiner dadurch, dass der Kontaktwinkel immer weiter zusammenschrinkt. Dadurch wird aber mehr Festgasoberfläche exponiert, was wiederum, wenn Sie so wollen, der Feststoff nicht mag. Und irgendwo muss es also ein Kräftegleichgewicht geben, in dem alle Oberflächen oder alle Oberflächenenergien sich so ausbalancieren, dass insgesamt eine minimale Energie entsteht. Und um das jetzt anzuschauen, schauen wir uns an, wie stark die einzelnen Komponenten an diesem Tropfen ziehen. Also zum einen, ich nehme vielleicht mal eine andere Farbe. Zum einen haben wir die Oberflächenspannung. Und die nennen wir Gamma flüssig Gas. Die an den Wassertropfen sozusagen in die Richtung zieht. Zum Zweiten haben wir die Grenzflächenspannung zwischen dem Feststoff und der Flüssigkeit. Gamma flüssig fest, liquid solid. Die zieht sozusagen in die Richtung und möchte nach Möglichkeit möglichst wenig von dieser Grenzfläche ausbilden. Und dazu haben wir noch die Grenzflächenspannung oder die Oberflächenenergie des Feststoffs und das ist Gamma Solid Gas. Das heißt, das ist die Oberflächenenergie von dem Feststoff und die möchte natürlich den Tropfen in die Richtung ziehen, damit möglichst wenig von dem Feststoff exponiert ist und frei liegt, wenn Sie so wollen. Gut, und jetzt in einem Gleichgewicht muss es so sein,
dass sich alle Kräfte hier ausgleichen. Das heißt, irgendwie hier verteilen sich die Kräfte und das Einzige, was es noch zu beachten gilt, ist, dass während die hier schön horizontal in der Ebene ziehen, zieht offensichtlich die Kraft nicht komplett in die richtige Richtung. Das heißt, wir müssen erstmal die Komponente der Oberflächenspannung finden, die in diese Richtung zieht. Dann können wir die hier ins Gleichgewicht setzen und finden dann einen Ausdruck, um den Kontaktwinkel zu bestimmen. Ja, und das ist relativ einfach, wenn man hier so ein bisschen reinzoomt. Ich mache es vielleicht einfach nochmal an der Seite hin. Ich habe hier den Pfeil. Gamma, flüssig, Gas. Und ich suche aber einfach die Komponente hier. Gamma, ich nenne es mal hier, flüssig, Gas, parallel. Und das ist relativ einfach. Ich kenne den Winkel hier. Das ist wiederum der Kontaktwinkel. Und dann gilt der Cosinussatz und wir können das hier ausdrücken, ist gleich Gamma flüssig Gas mal dem Cosinus des Winkels. So, das heißt, die Komponente hier ist einfach der Cosinus von dem Ganzen und ich kann jetzt alles ins Gleichgewicht setzen und sehe, dass in eine Richtung ziehen die beiden Komponenten hier, das ist Gamma fest flüssig plus Gamma flüssig Gas mal dem Cosinus des Winkels, des Kontaktwinkels. Und in die Richtung zieht nur die Oberflächenenergie des Feststoffs. Und das ist Gamma solid Gas. Und jetzt kann ich natürlich die Gleichung ganz einfach auflösen und finde, Cosinus Delta ist jetzt natürlich der Ausdruck hier geteilt durch den Ausdruck hier. Gamma, muss kurz schauen, Solid Gas ist der hier minus den hier. Gamma flüssig fest geteilt durch Gamma Liquid Gas, also die Oberflächenspannung. So, und das können wir hier schön einrahmen, weil das eine ganz wichtige Erkenntnis ist. Also Sie sehen, wirklich ein einfacher Ausdruck, der jetzt den Kontaktwinkel hier oder vielmehr den Cosinus des Kontaktwinkels, ich mache das mal ein bisschen weg, dass man es schöner sehen kann, berechnen lässt aus den Oberflächen- und Grenzflächenenergien der involvierten Phasen. Und der Ausdruck hier, der nennt sich die sogenannte Youngs die Youngs-Gleichung. So, und jetzt können wir überlegen, was bedeutet das eigentlich? Der Cosinus ist des Kontaktwinkels, wird also mit den Sachen hier verbunden. Wenn der Cosinus groß ist, ne, der Cosinus läuft von 1 nach 0. Das heißt, wenn der Wert hier groß ist, ist der Winkel klein. Und wenn der Wert hier klein ist, ist der Winkel groß. Cosinus 0 ist 90 Grad und umgekehrt. Das heißt, wir können hier jetzt überlegen, was passiert, wenn sich verschiedene Terme ändern. Dann fangen wir zum Beispiel mal, muss kurz schauen, fangen wir mal mit der Oberflächenspannung des Tropfens an. Wenn Sie eine hohe Oberflächenspannung haben, wird der Ausdruck hier groß. Also die Oberflächenspannung, die hier. Der Ausdruck wird hier groß, das heißt, der ganze Bruch wird klein. Das heißt, der Cosinus ist klein, was einem hohen Kontaktwinkel entspricht. Das heißt, in dem Fall haben wir eine schlechte Benetzung, weil die Oberflächenspannung dazu führt, dass sich der Tropfen zusammenkugelt. Das ist so ein Beispiel, was man typischerweise bei Quecksilber zum Beispiel kennt. Da ist die Benetzung einfach nicht stark genug, weil die Oberflächenspannung so hoch ist. Gut, dann gibt es noch verschiedene andere Möglichkeiten, die man gut durchspielen kann. Zum Beispiel die Grenzflächenspannung hier zwischen dem Feststoff und der Flüssigkeit, das ist also die Komponente hier. Wenn die besonders klein wird, heißt das, dass die Oberfläche sich nicht darum schert, dass eine Flüssigkeit auf ihr drauf ist. Das heißt, es ist nicht so schlimm, wenn die Oberfläche hier, oder energetisch nicht so schlimm, wenn die Oberfläche komplett von dem Film bedeckt wird. Und das sieht man jetzt auch wieder hier, wenn der Ausdruck also sehr klein wird, dann wird der Bruch sehr groß. Das heißt, der Cosinus ist sehr groß und umgekehrt, der Winkel ist sehr klein. Und so sehen Sie, dass jede von diesen Komponenten kann man durchspielen und entsprechend
sehen, welchen Einfluss das auf den Kontaktwinkel hat. Gleiches gilt natürlich für die Oberflächenenergie des Feststoffs. Wenn die groß ist, dann möchte der Feststoff sehr gerne von der Flüssigkeit bedeckt werden, um die hohe Oberflächenenergie auszugleichen. Das heißt, der Pfeil hier oder die Kraft zieht stark an den Tropfen und der Tropfen wird sich weiter ausbreiten. Also auch da gilt, höhere Oberflächenenergien sorgen eher dafür, dass sich Flüssigkeiten ausbreiten. Gut, das Gleiche kann man jetzt noch, jetzt gehe ich vielleicht mal wieder zurück an die Tafel, auf die Präsentation. So ist genau das, was Sie jetzt hier sehen. Hier ist das Kräftegleichgewicht. Das Gleiche kann man jetzt auch über den sogenannten Oberflächendruck ausgleichen oder ausdrücken. Das ist sozusagen der Druck, der von dem Tropfen ausgeübt wird in verschiedene Richtungen. Und da gibt es einmal den Oberflächendruck in die Richtung, also den auf der Festgasseite. Und das ist dann immer der Unterschied der Oberflächenenergie des reinen Festkörpers zu der Oberflächenenergie von dem Festgas. Das ist jetzt nicht so besonders relevant, weil die in der Regel nicht so besonders unterschiedlich sind. Viel relevanter ist hier der Oberflächendruck auf der Seite der Flüssigkeit. Da ist der Oberflächendruck der Unterschied zwischen der Oberflächenenergie des Feststoffs und der Grenzflächenenergie zwischen dem Feststoff und der Flüssigkeit. Und das ist in der Regel quasi der Unterschied zwischen hier und zwischen dem hier. Und da sehen Sie schon, je höher der Druck hier ist, das heißt, je mehr das hier dominiert und je kleiner der Ausdruck ist, desto höher ist die Tendenz zu benetzen. Und umgekehrt, je kleiner der Druck hier ist, das heißt, wenn der Wert hier immer größer wird, dann wird die Tendenz zu benetzen immer kleiner. Und das Besondere ist hier, dass es auch Situationen geben kann, wo dieser Wert hier negativ ist. Das heißt, wenn die Oberflächenenergie von dem Feststoff gar nicht so besonders groß ist, dann denken Sie zum Beispiel vielleicht an eine Teflonpfanne, und die Grenzflächenenergie zwischen einem flüssigen Tropfen, beispielsweise Wasser, und der Oberfläche sehr groß, dann ist der Wert hier unter Umständen größer als der hier. Der Ausdruck wird negativ und anstatt, dass Sie einen Zug haben, der den Tropfen auf der Oberfläche entlang drückt, haben Sie auf einmal, haben Sie auf einmal einen Zug. Das heißt, der Tropfen neigt dazu zu entnetzen. Und das sehen Sie vielleicht ein bisschen deutlicher nochmal hier. Hier sind drei verschiedene Szenarien aufgezeichnet. Zum einen eine Situation, die eher benetzend ist. Also Sie sehen, der Kontaktwinkel ist kleiner als 90 Grad hier. Und das bezeichnet man, wenn wir dann einen Wassertropfen haben, als ein hydrophiles Verhalten. Der Wassertropfen möchte eher auf der Oberfläche sich groß machen, ne, und sich ausdehnen. Und in dem Fall ist hier der Oberflächendruck größer 0. Das heißt, wir haben hier den Oberflächendruck, der in die Richtung drückt und der sorgt dafür, dass sich der Tropfen vergrößert. Dann sind Sie irgendwann, kommen Sie in ein Szenario, wo sich das alles ausgleicht. Das ist genau das hier. Der Kontaktwinkel ist genau 90 Grad. Das heißt, wenn Sie so wollen, kann sich die Flüssigkeit nicht genau entscheiden, ob sie die Oberfläche eigentlich benetzen will oder nicht und bleibt irgendwie in so einer Pattsituation hängen. Und genauso sind die Oberflächendrücke von der Gasseite und von der Flüssigkeitsseite identisch. Das heißt, es gibt hier keinen Gewinner, der den Tropfen in irgendeine Richtung zieht oder zu sich zieht. Und dann gibt es das dritte Szenario. Dann ist der Kontaktwinkel hier, also ich sollte das auch wieder, der Kontaktwinkel hier größer 90 Grad, sehen Sie hier auf der Seite. Das heißt, der Tropfen hat kein Interesse mehr daran, die Oberfläche zu benetzen und zieht sich eher zurück. Und das schlägt sich dann wieder, was ich eben schon gesagt habe, dass der Oberflächendruck hier kleiner als 0 ist. Das heißt, die Grenzflächenenergie auf der Seite ist größer als die Grenzflächenenergie von dem reinen Feststoff. Und das sorgt dann dafür, dass sich der Tropfen immer weiter zusammenzieht. Da ist jetzt das Paradebeispiel, zum Beispiel Wasser auf einer Teflonpfanne oder auch ein Quecksilbertropfen auf jeder beliebigen Oberfläche. Na, einfach weil der Tropfen sich immer weiter zusammenzieht. Okay, das heißt, so kann man das beschreiben. Und was Sie jetzt hier sehen, ist natürlich alles ein sehr idealer Zustand oder idealisierter Zustand, in dem die Oberfläche komplett homogen ist. Im echten Leben haben Sie auf Oberflächen immer Staub, Kratzer, chemische Uneinheitlichkeiten, ne? Also beispielsweise ein kleines Coronavirus adsorbiert oder ein Protein oder einfach Spucke, die dranhängt, ein bisschen Öl, ein Fingerabdruck und so weiter und so fort. Und das sorgt immer dafür, dass sich diese Benetzungssituation nicht so ganz ideal darstellt, wie Sie sie jetzt hier sehen. Und das wiederum schlägt sich nieder in der sogenannten Kontaktwinkelhysterese. Und diese Kontaktwinkelhysterese, das, was Sie hier sehen, beschreibt, dass ein Tropfen, wenn man das Substrat verkippt, nicht auf beiden Seiten den gleichen Kontaktwinkel hat. Also Sie können das mal hier sehen, das Substrat ist jetzt hier unter einem bestimmten Winkel verkippt. Und Sie sehen, dass auf der Seite, die vorne ist,
Das ist der sogenannte Advancing-Kontaktwinkel. Der Kontaktwinkel größer ist als auf der Seite, die sozusagen hinten am Tropfen liegt. Das nennt sich der sogenannte Receding oder zurückziehende Kontaktwinkel. Und auf der idealen Oberfläche wären die beiden immer gleich, weil zu jedem Zeitpunkt hier das Kräftegleichgewicht, wie wir es eben besprochen haben, identisch ist. Aber sobald Sie Uneinheitlichkeiten haben, haben Sie hier immer kleine Punkte, die den Tropfen aufhalten. Sie können sich also vorstellen, da ist eine Staubfluse oder eine kleine Unregelmäßigkeit auf der Oberfläche und der Tropfen, der runterkommt, staut sich erstmal auf, bis er die Barriere überkommen hat und rutscht dann immer weiter runter. Das heißt, hier ist der Winkel immer größer als vorher. Und auf dem Rückweg bleibt vielleicht der Tropfen an dem gleichen Staubkorn wieder hängen, aber in dem Fall staut er sich nicht auf und wird immer größer, sondern wird immer kleiner, weil der runterziehende Tropfen einfach langsam hängen bleibt. Und dann sozusagen länger an der Oberfläche bleibt, als das eigentlich sollte. Und deshalb gilt ganz generell, dass der Winkel vorne, dieser Advancing-Kontaktwinkel, immer größer ist als der Receding-Kontaktwinkel. Und das können Sie sogar als Maß nehmen, wie ordentlich oder wie sauber Ihre Oberfläche ist. Das können wir hier nochmal genauer anschauen. Also die Hysterese macht Sachen immer komplizierter im Kontaktwinkel, weil man sozusagen gar nicht so einfach den Kontaktwinkel bestimmen kann und es immer hervorgerufen durch irgendwelche Inhomogenitäten. Es kann zum einen auf der Feststoffseite sein, das kann Adsorption oder Desorption von Molekülen sein, entweder vom Feststoff oder von der Gasphase oder vielleicht auch aus der Flüssigkeit, und es kann auch einfach eine Oberflächenrauigkeit dazu führen, dass das hervorgerufen wird. Gut, das heißt, so kann man den Kontaktwinkel ganz generell beschreiben. Und wenn wir jetzt mal weiterschauen, also Sie sehen hier, ein statischer Kontaktwinkel ist nicht immer das gleiche wie ein dynamischer Kontaktwinkel, wenn eine Flüssigkeit auf der Oberfläche langrutscht. Das ist nur für den Fall einer perfekten Oberfläche gleich. Und das macht eben Kontaktwinkelmessungen manchmal so ein bisschen schwieriger. Gut, jetzt hatte ich hier schon Oberflächenrauigkeit angesprochen. Und Oberflächenrauigkeit kann man auch gezielt nutzen, um die Benetzung auf einer Oberfläche zu beeinflussen. Und das zeige ich Ihnen jetzt mal hier an so einem Diagramm, was ich aus einer Publikation von vor ein paar Jahren genommen habe. Hier wird verglichen, das ist eine Oberfläche, die offensichtlich sich verändert in Abhängigkeit vom pH. Also irgendwie werden vielleicht Ladungen auf der Oberfläche generiert, je nachdem, wie der pH-Wert so ist. Das soll uns jetzt fürs Erste nicht weiter interessieren. Was uns interessieren soll, ist, dass diese Oberfläche, die hier gemacht wurde, solange die glatt ist, auf der Smooth Surface, sieht man, der Kontaktwinkel verändert sich. Also der geht hier von ungefähr 70 Grad, rutscht der jetzt hier runter auf, ich weiß nicht genau, vielleicht 40 Grad oder 35 Grad. Also ist so ein bisschen ein Effekt, aber der ist nicht so besonders ausgeprägt. Wenn jetzt die gleiche Oberfläche rau gemacht wird, Sie sehen das hier oben, ich kann es nochmal genauer zeigen, hier wird rau gemacht und Sie sehen auf einmal, der Unterschied wird unheimlich vergrößert. Hier ist jetzt auf einmal der Kontaktwinkel bei 140 Grad. Das heißt, der Tropfen möchte sich überhaupt nicht mehr auf der Oberfläche niederschlagen. Und wenn ich jetzt den pH-Wert erhöhe und es verändert sich was auf der Oberfläche, wird auf einmal dieses Benetzungsverhalten komplett umgekehrt und hier hat man jetzt eine nahezu vollständige Benetzung. Das heißt, offensichtlich spielt Rauigkeit eine ganz große Rolle. Und ich zeige das auch nochmal hier aus einer Arbeit aus meiner Gruppe von vor ein paar Jahren. Hier sehen Sie auch eine Oberfläche, die hydrophil ist. Das ist das hier, eine hydrophile Oberfläche, so eine Art Glas. Wenn die flach ist, hat man einen Kontaktwinkel von vielleicht 20 Grad oder sowas. Das zeigt an, ja, dieser Wassertropfen mag die Oberfläche ganz gern. Wenn wir die Oberfläche jetzt aufrauen mit dem gleichen Material, wird die auf einmal super hydrophil. Und Sie können hier, wenn Sie mal gucken, quasi gar keinen Kontaktwinkel mehr messen. Und nur zum Verständnis, hier, das hier ist eine Kapillare, eine dünne Spritze. Und das hier ist Wasser, was aus der Spritze rausgelassen wurde und auf die Oberfläche, die sieht man jetzt ungefähr, hier abgeschieden wurde. Und hier ist jetzt das Gleiche. Sie sehen immer noch den Wassertropfen in Dunkel, aber man kann kaum noch einen Kontaktwinkel messen, weil der Tropfen komplett sich ausbreitet. Und jetzt verändern wir die Oberfläche chemisch und machen die hydrophob. Das heißt, wir sorgen dafür, dass wir Moleküle auf die Oberfläche bekommen, die kein Wasser mögen und dadurch wird die Oberfläche wasserabweisend. Und das ist das, was Sie hier sehen. Hier haben Sie jetzt den Wassertropfen, der auf der Oberfläche sitzt. Sie sehen ganz klar, der Kontaktwinkel ist ungefähr 90 Grad. Man kann sich hier vorstellen, es ist eine ziemlich senkrechte Linie. Hier ist das Substrat und das hier ist der Wassertropfen. Und wenn ich jetzt die gleiche Oberfläche wiederum aufraue und die gleiche Oberflächenchemie verwende und alles identisch mache. Der einzige Unterschied ist, dass hier ist es eine flache Oberfläche,
hier ist es eine raue Oberfläche, wird der Kontaktwinkel auf einmal noch ein ganzes Stück größer. Sie sehen jetzt hier, ist die Grenzfläche zum Substrat und der Kontaktwinkel hier ist um einiges größer als 90 Grad, so ungefähr vielleicht 130, 140 Grad. Also auch da sehen Sie wieder, gleiche Materialbeschaffenheit, einziger Unterschied ist die Rauigkeit der Oberfläche, macht einen ganz großen Unterschied für das Benetzungsverhalten. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum? Was passiert hier eigentlich? Und um das genau zu verstehen, müssen wir erstmal überlegen, was passiert denn überhaupt, wenn so ein Wassertropfen auf eine raue Oberfläche trifft. Na, und da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich mache mal hier eine ganz schematische raue Oberfläche, die sieht ein bisschen aus wie ein Kamm oder sowas. Ne? Wir haben hier also in Grau die Oberfläche, die jetzt irgendwelche, ich sag mal so kleine Säulen hat, die aus der Oberfläche rausragen und das symbolisiert sozusagen unsere Oberflächenrauigkeit. Und die erste Möglichkeit ist, wir haben eine raue Oberfläche und der Wassertropfen füllt diese rauen Oberflächenstrukturen aus und sitzt dann irgendwie so oben drauf. Und dieses Szenario nennt sich ein Wenzel-Benetzungsszenario. Wenzel war der Forscher, der das entdeckt hat vor ein bisschen mehr als 100 Jahren und auch dann beschrieben hat. Und Sie werden gleich sehen, was für Gleichungen dahinter stehen. So, das ist die eine Möglichkeit. Wenn es eine Möglichkeit gibt, gibt es immer auch noch eine andere. Und die zweite Möglichkeit ist, dass die Oberfläche jetzt so abweisend ist, dass der Tropfen, der oben drauf sitzt, gar nicht erst in die Oberflächenstrukturen reinkommt. Das sehen Sie jetzt hier. Und hier ist es jetzt so, dass die Flüssigkeit, das ist in dem Fall jetzt beispielsweise Wasser, nur noch auf den Spitzen dieser Oberflächenrauigkeit sitzt. Und der Unterschied ist natürlich jetzt schon irgendwie relativ klar. Hier hat man eine sehr hohe Kontaktfläche. Ne? Das Flüssigkeit ist jetzt quasi im Kontakt mit der kompletten Oberfläche. Und hier hat man erstens eine kleine Kontaktfläche. Sie haben nur noch hier die Kontaktfläche hier auf den Punkten. Und Sie haben außerdem eine sogenannte Kompositgrenzfläche. Also es ist nicht nur eine Grenzfläche zwischen Feststoff und Flüssigkeit, wie hier. Ne? Hier ist überall sozusagen die gleiche Grenzfläche. Sondern hier haben Sie eigentlich zwei Grenzflächen. Zwischen Feststoff und Flüssigkeit und zwischen Gasphase und Flüssigkeit. Und das versuchen wir jetzt in Gleichungen zu gießen, um zu beschreiben, wie sich daraus der Kontaktwinkel ableiten lässt. Aber bevor wir das wirklich quantifizieren, möchten wir uns erstmal anschauen, wann tritt denn jetzt dieses Szenario auf und wann beobachte ich dieses Szenario. Das nennt sich übrigens der sogenannte Cassie-Baxter-Wetting-State. Also zwei Leute, Cassie und Baxter, die herausgefunden haben, dass sowas gibt und wie man sowas beschreiben kann. Okay, also wie funktioniert das Ganze? Wann finden wir Wenzel und wann finden wir Cassie-Baxter-Wetting? Und um das zu verstehen, gehen wir nochmal kurz zurück zu diesem Oberflächendruck. Und ich wiederhole nochmal ganz kurz. Der Oberflächendruck ist sozusagen die Tendenz von dem Tropfen auf einer festen Oberfläche sich entweder zu bewegen, ne, also hier den Tropfen sozusagen auszudehnen, das ist das hier, und es wird natürlich teilweise dagegen gewirkt von anderen Seiten, oder auch in dem Fall hier, die Tendenz von dem Tropfen, sich von der Oberfläche zu entfernen, also zu entnetzen. Und wenn ich mir das jetzt ein bisschen genauer anschaue, wenn der Kontaktwinkel kleiner als 90 Grad ist, ist die Seite, dann ist der Oberflächendruck immer positiv. Das heißt, die Flüssigkeit hat eine Tendenz, auf der Oberfläche entlang zu rutschen. Das heißt, in diese Richtung sich zu bewegen. Und wenn der Kontaktwinkel größer 90 Grad ist, dann ist der Oberflächendruck negativ. Das heißt, die Flüssigkeit hat die Tendenz zu entnetzen. Also sich in diese Richtung hier zu bewegen. So, und jetzt drehe ich mal die komplette Oberfläche 90 Grad rum und zoome jetzt mal rein, wie das Szenario aussieht in so einer Säule hier. Jetzt, das ist praktisch ein Teil von dieser rauen Säule. Und wenn ich an der Säule ranschaue, habe ich natürlich hier wieder das gleiche Szenario, den gleichen Kontaktwinkel. Und im Falle, dass der Kontaktwinkel kleiner als 90 Grad ist, wie jetzt hier auf der linken Seite, sehen Sie, dass der Oberflächendruck dazu führt, dass die Flüssigkeit in die rauen Oberflächenstrukturen reingedrückt wird. Das heißt, es entsteht eine Kraft, die irgendwie hier runterdrückt. Und das sorgt dann dafür, dass dieser Wenzel-Wetting-State entsteht. Also die Oberflächenstrukturen möchten sozusagen primär erstmal benetzen. Und auf der anderen Seite, wenn ich einen Kontaktwinkel habe, der größer als 90 Grad ist, sieht man hier, der Kontaktwinkel hier ist ungefähr vielleicht 110 Grad oder sowas, dann habe ich eine Kraft, die von der Oberflächenstruktur wegdrückt.
Das heißt, in dem Fall wird so ein Cassie-Baxter-Wetting-State bevorzugt. Das heißt, die Oberflächenstrukturen sorgen so, oder die Beschaffenheit der Oberflächenstruktur sorgt dafür, dass der Tropfen gar nicht erst da reinkommen will, sondern lieber nur auf den Spitzen liegt. Und das liegt einfach daran, dass die Schwerkraft natürlich auch dafür sorgt, dass der Tropfen gar nicht wegfliegen kann. Das heißt, das ist schon mal der fundamentale Unterschied. Und wir sehen, für so eine idealisierte Modellstruktur würden wir vorhersagen, dass dieser Kipppunkt hier bei ungefähr 90 Grad liegt, weil da sich sozusagen die Krümmung des Meniskus hier sich ändert. Okay, jetzt wäre die nächste Frage, wie beschreiben wir diese Strukturen? Und das möchte ich mit Ihnen gerne ein bisschen an der Tafel diskutieren. Dazu mache ich hier nochmal aus, mache die Strahler wieder an. Und gehe hier mal so hoch. Das heißt, wir fangen an erstmal mit dem Wenzel-Wetting-Szenario. Das ist auch relativ einfach. Also ich mache es vielleicht gerade noch mal kurz hin. Im Wenzel-Szenario haben wir hier irgendwie Oberflächenstrukturen und wir haben einen Tropfen und der benetzt einfach die komplette Oberfläche. Und dann findet man eine relativ einfache Gleichung, mit der man das beschreiben kann. Also wir wissen, dass der Kontaktwinkel auf einer flachen Oberfläche bestimmt wird durch diese ganzen Grenzflächenenergien. Und jetzt haben wir statt einer normalen flachen Oberfläche einfach mehr von der Oberfläche. Sie sehen, im Vergleich zu einer flachen Oberfläche, die jetzt quasi hier wäre, haben Sie auf einmal das, das, das und das, das, das und das hier mehr an zusätzlicher Oberfläche. Das heißt, das ganze Szenario wird verstärkt dadurch, dass wir mehr Wechselwirkungen auf dieser benetzten Seite haben. Das heißt, man kann ganz allgemein sagen, dass der Cosinus, und jetzt verwende ich hier Theta für den Winkel, und ich schreibe vielleicht auch nochmal hin, das ist der Kontaktwinkel, so der Cosinus des Kontaktwinkels auf der rauen Seite, ich nenne das hier mal Theta rough für rau, lässt sich beschreiben über den Kontaktwinkel auf der flachen Seite, Cosinus Theta flach mal der Erhöhung der Kontaktfläche. Und die nennen wir R. Und R ist der sogenannte Roughness-Faktor. Und das ist die Erhöhung der Oberfläche. Okay, das ist die sogenannte Wenzel-Gleichung. Ich male die vielleicht mal hier ein. Das heißt, ein mathematisch ganz einfacher Ausdruck. Und jetzt wollen wir ein bisschen überlegen, was hat das denn für Konsequenzen? Also wir schauen uns mal an. Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Wenn wir hier mal von dem Cosinus oder von dem Winkel auf einer flachen Oberfläche ausgehen, dann kann der sozusagen in den beiden Grenzfällen entweder kleiner als 90 Grad sein, also benetzend, oder größer als 90 Grad sein und dann wäre er entnetzend. Jetzt schauen wir mal, wenn der Kontaktwinkel hier klein ist, dann haben wir das hier, also ich schreibe mal Theta und 90 Grad ist natürlich hier wieder die Grenze, weil der Cosinus da im Zeichen umspringt. Also wenn der Cosinus kleiner als 90 Grad ist, dann haben wir hier auf der rechten Seite einen positiven Cosinus. Die Rauigkeit hier oder eine Rauigkeit generell führt prinzipiell immer zu einer Erhöhung der Oberfläche. Also R ist immer größer 1. Und je nachdem, wie die Oberfläche beschaffen ist, kann das auch sehr viel größer als 1 sein. Das heißt, eine positive Zahl multipliziert mit einem Wert, der größer als 1 ist, macht die Zahl positiver. Das heißt, in dem Fall
wird der Wert hier größer und der Cosinus von einem größeren Wert ist also kleiner. Und das gilt, wenn die Oberfläche generell benetzend ist. So, wenn der Kontaktwinkel jetzt größer und größer und größer wird, dann kommt man irgendwann in den Fall, dass der Winkel größer 90 Grad wird. In dem Fall ist die rechte Seite jetzt negativ. Für die Rauigkeit gilt das Gleiche, die ist nach wie vor größer als 1. Das heißt, in dem Fall haben wir hier eine negative Zahl, die mit einer Zahl, die größer als 1 ist, multipliziert wird. Das heißt, die Seite wird größer, aber negativ größer. Und daraus folgt dann, dass der Cosinus hier größer wird. Das heißt, wir sehen, bei dem Wenzel-Benetzungsszenario wird die Tendenz der Oberfläche zu benetzen verstärkt. Ich schreibe das nochmal hier hin. Benetzungsverhalten wird verstärkt. Das heißt, was hydrophil ist, wird sehr hydrophil, was hydrophob ist, wird viel hydrophober. Und natürlich ist jetzt hier eine Einschränkung zu sagen, dieses Szenario, das hydrophob wird immer hydrophober, gilt natürlich so lange, wie überhaupt die Flüssigkeit noch die Strukturen benetzt. Und wie Sie gleich sehen werden, ist, oder was wir schon diskutiert haben, ist zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn der Winkel hier größer als 90 Grad wird, führt es eben auch dazu, dass die Oberflächenstrukturen gar nicht mehr benetzt werden und es dann ein ganz anderes Wetting-Szenario gibt. Und das hängt natürlich von der Geometrie der Strukturen ab im Detail und auch von der, ich sag mal, Homogenität von den Strukturen und sowas. Aber ganz generell gilt schon, dass eine Rauigkeit immer das Benetzungsszenario verstärkt, weil wenn der Winkel hier immer größer wird und wir rutschen in dieses andere Cassie-Baxter-Szenario, wird der Kontaktwinkel noch viel größer. Und das sehen Sie in einer Sekunde. Okay, Sie denken da kurz drüber nach. Ich wasche kurz die Tafel. Und dann machen wir weiter mit dem Cassie-Baxter-Wetting-Szenario. Gut, so das zweite Szenario. Was wir uns anschauen wollen, ist der Cassie-Baxter-Zustand. Und da haben wir wiederum unsere Oberflächenstruktur und so weiter. Aber jetzt haben wir einen Tropfen, der irgendwie, ich mache es mal ungefähr so, hier drauf sitzt, ohne in diese Strukturen reinzugehen. So, und jetzt ist irgendwie die wichtigste Erkenntnis erstmal, wir haben eine Kompositgrenzfläche oder eine zusammengesetzte Grenzfläche. Die sich aus zwei Komponenten zusammensetzt. Zum einen hier die Wechselwirkung zwischen fest und flüssig, aber zum anderen auch hier die Wechselwirkung zwischen gasförmig und flüssig.
So, und das heißt, wir können das auch einfach in eine Gleichung reinfassen, indem wir die beiden Komponenten zusammensummieren. Das heißt, wir haben hier der Cosinus auch wieder auf der rauen Seite, wobei das jetzt hier natürlich in dem Cassie-Baxter-Szenario ist, lässt sich beschreiben aus den Teilen der Oberfläche, die mit dem Feststoffwechsel wirken. Und dazu führe ich diesen Faktor hier F-Feststoff ein, und ich sage gleich was dazu, mal dem Cosinus des Feststoffs. Das ist die Fraktion der Oberfläche, die fest ist. Ich nenne es mal Oberflächenanteile. Und als zweites haben wir den Anteil der Oberfläche, die mit dem Gas hier in Kontakt ist. Nenne ich hier F Gas mal dem Cosinus des Kontaktwinkels mit der Gasphase. Okay, und jetzt können wir uns noch schnell überlegen, dass es hier ein paar Vereinfachungen gibt. Also hier ist auch natürlich ein Oberflächenanteil. Zum einen sind die beiden Oberflächenanteile zusammen immer 1. Das heißt, wir können auch F Gas ausdrücken als 1 minus F Solid. Ne? Alles, was nicht Feststoff ist, ist entsprechend Gas. Das ist das eine. Und zum anderen können wir sagen, dass der Kontaktwinkel hier auf der Gasseite genau einen Wert haben kann. Wir haben die ganze Zeit darüber geredet, was machen Kontaktwinkel von Flüssigkeiten auf einer festen Oberfläche. Und die können natürlich irgendwie mehr oder weniger gekrümmt sein und mehr oder weniger benetzen. Aber ein Kontaktwinkel mit einer Flüssigkeit auf der Gasseite hat welchen Wert? Sie nehmen jetzt im Gedankenexperiment das feste Substrat weg und ersetzen das durch Gas. Was entsteht? Wir haben gar keinen Feststoff mehr. Das heißt, wir haben ein Aerosol, ein Tropfen, der im luftleeren Raum hängt oder in dem Fall in der Gasphase hängt, und Flüssigkeitstropfen, die irgendwo in der Luft schweben, haben immer eine runde Form. Das heißt, in dem Fall, der Winkel hier ist immer automatisch Theta Gas ist 180 Grad. Das heißt, der Cosinus davon ist minus 1. Gut, das heißt, jetzt können wir das hier alles einfügen. Und ich mache es einfach mal an der Tafel hier. Gehe hier rüber. Das heißt, wir haben hier den Cosinus Theta Rau. Ist erstmal einfach die linke Seite. Die linke Seite der rechten Seite, also der Ausdruck hier. Anteil der festen Oberfläche mal Cosinus des Werts des Kontaktwinkels auf der festen Seite, auf einer flachen Oberfläche. Und jetzt setze ich die anderen Werte ein. F Gas ist also entsprechend 1 minus F Feststoff. Und der Cosinus, hatten wir schon gesagt, hier ist einfach minus 1. Jetzt kann ich die Werte hier ausmultiplizieren. Und ich finde dann, kannst du einmal machen, Fs Cosinus Theta Fs. 1 mal minus 1 ist minus 1 und minus f solid mal minus 1 ist f solid. Und jetzt kann ich noch ein bisschen ausklammern. Ich ziehe mal die minus 1 nach vorne, klammer dann f solid aus und bekomme dann Theta rau. Minus 1, das ist die hier, plus f solid. Und was bleibt stehen? Hier der Cosinus.
auf einer flachen Oberfläche und hier bleibt gar nichts mehr stehen, weil F solid ausgeklammert ist, also plus 1. Und das ist die Cassie-Baxter-Gleichung. Sie sehen es hier schon, Cassie-Baxter. Das heißt, jetzt haben wir einen Ausdruck uns hergeleitet, der beschreibt, wie der Kontaktwinkel, den wir beobachten, wenn ein Wassertropfen auf einer rauen Oberfläche so sitzt, dass er nicht in die Flüssigkeit, in die Feststoffstrukturen eindringen kann. Und wir haben den runtergebrochen auf relativ einfache Sachen, nämlich die Oberfläche oder den Anteil der festen Oberflächen, der festen Kontaktpunkte hier und dem Kontaktwinkel hier von einem Wassertropfen auf einem festen Substrat, was flach ist, aber die gleichen Beschaffenheiten hat wie diese rauen Oberflächen. Und wir wissen auch, hatten wir am Anfang diskutiert, das gilt nur, wenn dieser Kosinus hier größer ist oder so groß ist, dass er die Benetzung der Oberflächen nicht bevorzugt. Und in dem Fall hier gilt es nur für Kosinus größer 90 Grad. Jetzt können wir mal schauen, was das eigentlich bedeutet. Und dafür schauen wir einfach ein paar Grenzfälle an oder ein paar Beispiele. Also Sie sehen jetzt hier zum Beispiel, wir nehmen mal den Kosinus hier 90 Grad. Also lassen die Gleichung gerade so gelten. Oder Theta S ist gleich 90 Grad. Das heißt, der Wert hier ist 0. Und jetzt sagen wir, der Anteil an festen Oberflächenstrukturen ist 50%. Also ziemlich genauso das, was wir jetzt hier haben. Und jetzt setzen wir mal alles ein. Also wir haben hier F solid ist 1/2. Cosinus von dem hier ist 0, ist 0, Winkel ist 90 Grad, Cosinus ist 0. Das heißt, wir haben hier 1 mal 0,5 ist 0,5 und minus 1 plus 0,5 ist minus 0,5. Und daraus ergibt sich dann, Sie sehen schon, der Ausdruck wird negativ. Das heißt, wir erwarten einen Wert hier größer 90 Grad und wir bekommen hier Theta rau. Ist der Kosinus von minus 0,5 ist 120 Grad. Das heißt, aus einer Oberfläche, die ursprünglich mal einen Kontaktwinkel von 90 Grad hatte, das ist das hier, haben wir jetzt durch dieses Komposit-Szenario hier einen beobachteten Winkel von 120 Grad erreicht. Das ist aber noch ein relativ hoher Feststoffanteil. Jetzt sagen wir mal das gleiche Prinzip. Wir machen hier wieder Cosinus S ist 90 Grad und wir sagen, dass jetzt nur 10% der Oberfläche fest sein sollten und der Rest ist gasförmig. Das heißt, wir lassen sozusagen den und den weg und haben nur ganz vereinzelt so Oberflächenrauigkeitsstrukturen. Also F solid 0,1 und das ist durchaus noch realistisch und wie Sie gleich sehen werden, kann man das schon erreichen. So, dann bekomme ich jetzt hier wieder 0 plus 1 ist 0. Mal 0,1 ist 0,1, minus 1 ist minus 0,9 und der Kosinus von minus 0,9 ist, das kann man ausrechnen, das können wir jetzt auch nicht auswendig, ungefähr 170 Grad. Und 170 Grad bedeutet, dass der Tropfen sozusagen fast gar nicht mehr in Kontakt mit der Oberfläche ist. 180 Grad wäre eine perfekte Kugel und Sie sehen schon, 170 Grad ist nur eine ganz kleine Abweichung von diesem Kugelverhalten und Sie sehen, dass man eine extreme Verstärkung hat der hydrophoben Eigenschaften. Das heißt, dieses Cassie-Baxter-Wetting, ich schreibe es mal hier hin, generiert immer super hydrophobe Eigenschaften. Okay, und wenn Sie sich die Gleichung ganz generell anschauen, ist es ja irgendwie auch klar, dass es immer verstärkt werden muss.
denn wir haben ja hier einen Winkel, der immer größer als 90 Grad sein muss, damit die Gleichung überhaupt gilt. Das heißt, der Wert hier wird immer negativ, das heißt, das hier wird geschwächt und es wird nochmal multipliziert mit was, was klein ist. Ja, das heißt, insgesamt ergibt sich immer ein Wert, der kleiner wird als der Ausgangswert. Und das ist genau das, was wir hier an den Beispielen schon durchgerechnet haben. Und Sie sehen, dass man wirklich ganz hohe Kontaktwinkel damit erreichen kann. Gut, jetzt zeige ich Ihnen mal das bekannteste Beispiel davon. Dafür mache ich mal die Tafel wieder aus. Und den Projektor wieder an. Das heißt, wir sind hier noch in dem Szenario. Sie haben hier das Wenzel-Wetting gesehen. Sie haben hier das Cassie-Baxter-Wetting gesehen. Ja, das haben wir gerade hier eben alles durchexerziert. Wir haben superhydrophobes Verhalten. Und das klassische superhydrophobe Verhalten sehen Sie jetzt hier. Das ist ein Beispiel von meiner Arbeitsgruppe. Das ist ein Lotusblatt. Das haben wir aus dem Botanischen Garten hier von der Uni bekommen. Und was die Carina hier gerade macht, ist Wasser reinsprühen. Und Sie sehen, dass das Wasser wirklich überhaupt nicht mit der Oberfläche in Kontakt kommen will, einen ganz, ganz hohen Kontaktwinkel hat und darauf rumrutscht, als würde es überhaupt nicht kleben. Ne? Und das ist sozusagen das bekannteste Beispiel für genau diesen Cassie-Baxter-Effekt und eine superhydrophobe Oberfläche. Und jetzt wollen wir uns mal kurz anschauen, was denn die Grundlage ist, warum das so funktioniert. Und dazu nehmen wir jetzt so ein Lotusblatt, oder haben jetzt nicht wir gemacht, sondern andere Leute, und legen das unter ein Elektronenmikroskop. Ein Elektronenmikroskop ist einfach ein sehr gutes Mikroskop, was sehr kleine Strukturen noch gut auflösen kann. Und jetzt sehen Sie genau die gleiche Oberfläche, die Sie gerade eben auf dem grünen Blatt gesehen haben, vergrößert. Und Sie sehen hier ist der Maßstab 10 Mikrometer. Das heißt, Sie haben zum einen Strukturen hier auf der Oberfläche, ne, diese ganzen Huppel, die so ungefähr 10 Mikrometer groß sind. Für die, die jetzt 10 Mikrometer nichts wirklich sagt, ein menschliches Haar hat so typischerweise einen Durchmesser von ungefähr 50 Mikrometern. Kommt natürlich so ein bisschen von den Haaren ab, meine sind wahrscheinlich ein bisschen dünner, aber ganz generell sind diese Strukturen schon mal wesentlich dünner als ein menschliches Haar. Und Sie sehen hier, die sind überall auf der Oberfläche und es sieht schon vom schematisch relativ ähnlich aus wie diese ganz idealisierte Oberflächenstruktur, die wir eben hatten. Aber die Überraschung kommt noch ein bisschen mehr, wenn man jetzt noch weiter auf mal so einen von diesen Strukturhügeln draufzoomt. Das sieht man hier auf der Seite. Und jetzt sehen Sie hier, das ist einer von diesen großen Hügeln. Und was Sie da jetzt beobachten können, ich zeige es mal ein bisschen genauer, ist, dass hier wie so eine Art Fell drauf ist und auf den Strukturen noch jede Menge viel, viel kleinerer Oberflächenstrukturen drauf sind. Das heißt, schematisch gesehen sieht eigentlich eine Lotuspflanze so aus. Sie haben eine Mikrostruktur und die Mikrostruktur wird kombiniert mit einer Nanostruktur. Ich gehe gerade nochmal zurück. Sie sehen, hier ist der Maßstab 2 Mikrometer. Das heißt, eins von denen ist irgendwie so 100, 200 Nanometer groß. Und auch natürlich wieder, vergleichen Sie es mit dem menschlichen Haar, ist natürlich jetzt Größenordnung kleiner. Das heißt, ganz, ganz feine Strukturen, die aber wie Haare hier das Ganze bedecken. Und warum ist das jetzt so wichtig für die Lotuspflanze? Na, zum einen haben Sie schon gesehen, das haben wir ja gerade ausgerechnet, diese Mikrostrukturen sorgen schon mal dafür, dass wir so ein Cassie-Baxter-Wetting-State bekommen können, dass der Wassertropfen überhaupt nur auf diesen Spitzen drauf sitzt. Die Oberflächenbeschaffenheit ist so eine Wachsstruktur, wie so ein bisschen, stellen Sie sich vor, wie Bienenwachs oder wie eine Kerze. Das mag generell schon mal kein Wasser. Das heißt, der Kontaktwinkel auf einer flachen Oberfläche ist größer 90 Grad. Und hier können Sie so ein Cassie-Baxter-Wetting-State erzeugen. Und das haben Sie ja auch sehr deutlich gesehen. Ich fahre gerade nochmal die Tafel hoch. Und das ist sogar hier im Scheinwerferlicht stehen. Je nachdem, wie viel Feststoffanteil Sie bekommen, haben Sie entweder einen Kontaktwinkel, ich mache es doch nochmal kurz aus, haben Sie entweder einen Kontaktwinkel von 120 Grad, ne, das wäre jetzt bei ungefähr 0,5, oder bei 170 Grad für einen Feststoffanteil von ungefähr 0,1. Und dadurch, dass Sie jetzt hier auf der Oberfläche nochmal diese kleine Nanostruktur drauf haben, verdünnen Sie, wenn Sie so wollen, den Anteil an fester Oberfläche. Was vorher hier komplett im Kontakt war auf denen, ist jetzt nur noch wiederum in Kontakt mit Teilen von dieser Mikrostruktur, dadurch, dass noch die Nanostruktur drauf sitzt. Und das setzt eben diesen Faktor der festen Oberfläche runter und Sie bekommen einen ganz hohen Kontaktwinkel. Und das ist genau der Trick der Lotuspflanze. Und Sie sehen, bei der Lotuspflanze haben Sie tatsächlich einen Kontaktwinkel, der so ungefähr 170 Grad ist.
Und warum der Tropfen sich jetzt so einfach bewegen kann, ist natürlich auch klar, je weniger Kontakt mit der festen Oberfläche Sie haben, desto weniger Haftung haben Sie, desto weniger Reibung haben Sie und der Tropfen kann ganz einfach von der Oberfläche runterrollen. Das ist sozusagen das Prinzip der Lotuspflanze und sorgt dafür, dass sie so unheimlich gut selbstreinigend ist. Okay, jetzt möchte ich Ihnen noch ein anderes Video zeigen. Und zwar haben wir hier wieder meine Mitarbeiterin Karina und die nimmt diesmal Öl und gießt es auf die Pflanze. Und wie das in Realität gelaufen ist, Sie werden gleich sehen, was passiert. Ich habe mir eine wunderschöne Lotuspflanze aus dem Botanischen Garten geholt, habe die meinen Mitarbeitern gegeben, so ein bisschen rumspielen und Videos aufnehmen und komme zurück und sehe schon von Weitem, hier hat jemand Öl in der Hand und habe mir schon gedacht, oh nein, das wird es gewesen sein mit der Lotuspflanze und Sie sehen genau warum. Die Karina gießt jetzt hier das Öl rein und Sie haben ja noch im Kopf, wie das mit Wasser funktioniert hat und jetzt sehen Sie, mit dem Öl ist überhaupt kein abweisender Effekt zu beobachten. Es hängt einfach da, ganz benetzend, klebt überall in der Pflanze drin und nichts kann hier wieder rausgehen. Sie sehen es jetzt hier, Karina versucht es jetzt nochmal irgendwie rauszubekommen, aber das Öl hat die ganze Pflanze umspannt, hat offensichtlich keine Möglichkeit mehr, hier rauszukommen. Und auch wenn man es versucht rauszutropfen, funktioniert es gar nicht mehr. Und wenn jetzt Wasser da drauf kommt, sehen Sie, Wasser und Öl mischt sich nicht. Also der abweisende Effekt ist vollkommen gestorben. Gut, ich mache das Video mal aus. Jetzt wäre meine Frage an Sie, die Pflanze kann also offensichtlich kein Öl abweisen. Warum nicht? Denken Sie kurz drüber nach. Was ist hier das Problem mit dem Öl in der Lotuspflanze? In der Zwischenzeit mache ich hier schnell nochmal die Tafel sauber. Dann schalte ich das hier nochmal ab, schalte das Licht wieder an. Also was passiert hier, wenn man Öl auf die Lotuspflanze drauf gießt? Wir haben schon gesehen, das funktioniert nicht. Und jetzt haben wir erstmal ein paar Indizien, was denn so der Unterschied ist zwischen Wasser und Öl. Na, das Erste, wenn Sie sich erinnern an die letzte Stunde, ist, dass die Oberflächenspannung von Öl kleiner ist als die von Wasser. Öl, ein typisches Beispiel für ein Öl wäre beispielsweise Hexan oder Pentan oder Heptan, also irgendwelche Kohlenwasserstoffe. Dann natürlich können Sie auch ungesättigte Kohlenwasserstoff haben oder wie auch immer. Olivenöl, Erdnussöl, aber generell sind es organische Flüssigkeiten. Das heißt, wir haben hier die Oberflächenspannung Gamma Öl ist ungefähr Pi mal Daumen zwischen, ich sag mal, 20 bis 30 Millinewton pro Meter und die Oberflächenspannung von Wasser geht alles bei 20 Grad oder bei Raumtemperatur, ist ungefähr 72 Millinewton pro Meter. So, das wissen wir schon. Zum Zweiten wissen wir, dass nach der, muss ich gerade mal schauen, dass ich die Gleichung hier nicht falsch aufschreibe. Zum Zweiten wissen wir auch schon, dass wir den Kontaktwinkel auf einer Oberfläche ausrechnen können. Über die Youngs-Gleichung, ich schreibe sie gerade mal schnell an, Gamma Solid Gas minus Gamma Solid Liquid geteilt durch Gamma Solid
Liquid Gas. Und das hier ist genau der Term hier. Und Sie sehen jetzt, wenn Sie in die Youngs-Gleichung einen Wert einsetzen, der hier größer ist, wird der Wert hier kleiner. Ein kleinerer Wert sorgt für einen größeren Kontaktwinkel. Das heißt, der Kontaktwinkel hängt von diesen Grenzflächenspannungen ab und wir können über die Youngs-Gleichung vorhersagen, dass das hier kleinerer Kontaktwinkel hervorruft und Wasser, also die höheren Oberflächenspannungen, prinzipiell eher größere Kontaktwinkel. Ich sage bewusst nicht, wie groß die sind, weil das natürlich nicht nur von der Oberflächenspannung abhängt, sondern auch von diesen anderen Grenzflächenspannungen und Oberflächenenergien von dem Feststoff. Aber ganz generell haben Sie natürlich hier im Nenner mit unterschiedlichen Werten zu kämpfen. Das verändert natürlich das Benetzungsszenario ganz generell. Das heißt, Wasser hat generell die Möglichkeit, höhere Kontaktwinkel auszubilden und es zeigt sich experimentell, das kann, jetzt nenne ich das mal hier wieder Theta, um konsistent zu bleiben. Auf einer flachen Oberfläche kann Wasser Kontaktwinkel größer 90 Grad erreichen. Öle schaffen das aber nicht. Und ich schreibe vielleicht mal hier, um es konsistent zu halten, ist möglich. Ist natürlich nicht bei jeder Oberfläche so, aber es kann erreicht werden. So, das heißt, Sie haben schon mal höhere Oberflächen. Und jetzt gehen wir nochmal zurück und schauen, was passiert, wenn wir diese Winkel jeweils einsetzen in unsere Modelloberfläche. Das heißt, sagen wir mal, wir designen unsere Oberfläche so, dass der Kontaktwinkel auf der flachen Oberfläche hier größer als 90 Grad ist. Und dann sehen Sie, hier wäre jetzt H2O und ich male mal hier jetzt einen Kontaktwinkel rein, der größer als 90 Grad ist. Das ist alles der Wassertropfen. Der Kontaktwinkel ist jetzt hier größer als 90 Grad. Und jetzt haben wir die Oberflächenspannung. Hätte ich vielleicht besser mit einer anderen Farbe gemacht. Moment, jetzt male ich die Oberflächenspannung hier mit Pink rein, mit Lila, zieht in die Richtung. Und hier zieht die Oberflächenspannung auch in die Richtung. Das heißt, als Resultat bekommen Sie eine Kraftkomponente, die insgesamt nach oben gerichtet ist und den Tropfen so aus den Strukturen rauszieht. Das ist ja genau das, was wir schon diskutiert haben für so ein Cassie-Baxter-State. Das heißt, hier ist so ein Cassie-Baxter-State möglich. Wie sieht die Situation jetzt beim Öl aus? Da haben wir auch wieder die Rauigkeitsstrukturen. Und hier haben wir jetzt einen Öltropfen. Also auch hier alles mit Öl bedeckt. Und im Falle vom Öl ist es jetzt so, dass der Kontaktwinkel kleiner 90 Grad ist. Das ist hier ein bisschen schief gemalt. Ich mache es nochmal ein bisschen ordentlicher. Kontaktwinkel kleiner 90 Grad sieht also irgendwie so aus. Ich male auch den Kontaktwinkel hier nochmal rein. Das ist der hier. Und jetzt male ich auch wieder die Komponenten der Oberflächenspannung rein. Die wirkt jetzt hier an der Kontaktfläche in die Richtung und auch in die Richtung. Und Sie bekommen eine resultierende Kraft, die den Öltropfen hier runterzieht. Das heißt, in dem Fall, zumindest für dieses idealisierte Szenario, ist ein Cassie-Baxter-Szenario nicht möglich. Und das wiederum heißt, dass Sie zwangsläufig eine Benetzung bekommen würden.
Wohingegen hier, ich nenne das einfach mal Entnetzung. Und das zeigt uns jetzt sehr eindeutig den Unterschied zwischen Wasser auf der Lotuspflanze. Sie haben ein entnetzendes Szenario, das heißt, der Tropfen sitzt nur auf diesen kleinen Oberflächenstrukturen, hat ganz wenig Haftung und rollt runter. Wohingegen, wenn Sie jetzt Öl nehmen, haben Sie eine niedrigere Oberflächenspannung, das heißt, der Tropfen rutscht in die Oberflächenstruktur rein und auf einmal haben Sie eine ganz hohe Bedeckung der rauen Oberfläche mit Öl und das sorgt natürlich für eine ganz starke Haftung und das bedeutet, dass das Öl da gar nicht mehr rauskommen kann. Und das ist genau der Grund, warum die Lotuspflanze mit Öl versagt. Und warum die Oberflächenspannung von Wasser größer ist als die von Öl, haben wir ja schon diskutiert. Das sind einfach viel stärkere intermolekulare Kräfte. Und ich bringe nochmal das Beispiel an, dass wenn Sie es vergleichen, Sie müssen hier, sagen wir mal, zwei Brücken oder zwei Punkte überwinden. Und in dem Fall, Wasserstoffbrücken bedeutet, Sie können wirklich sich gegenseitig an den Händen halten. Das heißt, Sie können hier vielleicht versuchen, Leute zu stabilisieren, die nicht hier reinfallen. Aber wenn Sie nicht Ihre Hände benutzen dürfen, müssten Sie hier diesen Grad überkommen, einfach indem Sie so stehen und nur auf, ich sage jetzt mal Van der Waals-Kräfte, in dem Fall auf Reibung zwischen den Körpern achten. Das ist genau das, was die Ölmoleküle machen. Und dadurch ist natürlich der Zusammenhalt zwischen den Molekülen viel niedriger und vereinfacht gesagt fallen die dann sozusagen hier rein. Ne? Also oder Sie würden da reinfallen, wenn Sie eben weniger zwischenmenschliche Kräfte aufbringen können. Das heißt, das ist hier der Unterschied. Und dann sehen Sie, dass die Lotuspflanze bei Öl versagt. Und das Gleiche ist natürlich auch die direkte Erklärung, warum Vögel so Probleme mit Öl haben. Eine Vogelfeder, ich male die jetzt vielleicht nochmal ganz schnell einfach hier oben hin. Eine Vogelfeder sieht ja irgendwie ganz primitiv gesagt so aus. Und jetzt in der allerersten Näherung, wenn Sie von hier oben schauen und einen Wassertropfen drauf machen, haben Sie hier eben auch so eine raue Struktur, auf denen der Wassertropfen aufliegt. Und das Vogelgefieder kann jetzt auch mit so ölhaltigen Substanzen eingekleistert werden. Das sehen Sie, wenn Sie Enten beobachten beispielsweise, dass die ganz oft sich so das Gefieder reiben. Da produzieren die dann irgendwie so teigartige Substanzen aus Drüsen und fetten ihr Gefieder nach. Und das sorgt dann dafür, dass das Gefieder wasserabweisend wird. Das heißt, sie haben einen Kontaktwinkel größer als 90 Grad. Und das Gefieder an sich ist auch noch rau. Das heißt, die sind genau in diesem Szenario hier drin. Das ist der Grund, warum eine Ente so lange auf dem Wasser treiben kann, weil das Wasser, das Gefieder saugt sich sozusagen nie voll, sondern die Ente schwimmt auf ihrem, Cassie Baxter benetzten oder entnetzten Gefieder und treibt einfach vor sich hin. Aber wenn jetzt die Ente in Öl reinschwimmt, dann hat sie das gleiche Szenario, aber die gleiche Argumentation gilt auch hier. Das Öl saugt sich auf einmal ins Gefieder rein, oder auch jeder andere Wasservogel natürlich. Das Gefieder saugt sich mit dem Öl voll und das bedeutet, dass die Ente zum einen nicht mehr gut schwimmen kann, zum anderen nicht mehr gut ihre Haut beatmen kann und zum dritten hat alles verklebt und auch nicht mehr fliegen kann und deshalb verändert sie in der Ölpest. Das ist genau der Grund, warum das so ein Riesenproblem für Vögel ist. Und warum die Gefieder so aufgebaut sind oder auch die Lotuspflanze ist irgendwie auch klar. In der Natur muss man natürlich in der Regel Wasser abweisen, wohingegen Öl eigentlich nicht so wirklich vorkommt. Deshalb ist es evolutionär überhaupt keine Diskussion, warum ein Gefieder Öl abweisen sollte. Da sind dann eher wir für verantwortlich, die sowas dann eben ins Meer einleiten oder wie auch immer Unglücke produzieren, bei denen dann so Wasservögel verenden. Okay, so jetzt ist die große Frage, können wir vielleicht trotzdem technologisch irgendwas machen, um eine künstliche Lotuspflanze oder wenn Sie wollen auch ein künstliches Gefieder zu designen, was auch Öl abweisen kann? Weil technologisch hätte das natürlich schon große Vorteile, wenn Sie denken an jetzt Beschichtungen auf Kameras zum Beispiel, auf denen Öl nicht kleben bleibt, wenn Sie noch bessere Pfannen machen wollen, wenn Sie Häuserfassaden oder generell Fassaden herstellen wollen oder irgendwas, was einfach ganz generell nicht benetzen soll. Und um das zu überlegen, gebe ich Ihnen jetzt nochmal 2 Minuten Zeit, putze noch einmal die Tafel und Sie denken zu Hause darüber nach, was denn für fundamentale Kriterien verändert werden sollen oder müssen an unseren Modellen, damit wir dafür sorgen können, dass auch ein Material, was eine Oberflächenspannung hat, die so klein ist, dass der Kontaktwinkel immer kleiner als 90 Grad ist, trotzdem abgewiesen werden kann. Denken Sie kurz drüber nach. Ich mache hier einmal sauber.
So, hoffe ich, hat jemand von Ihnen eine Idee entwickelt. Also wir müssen im Prinzip zurückgehen. Ich mache gerade nochmal vielleicht kurz die Folie hier an. Zu diesem Szenario. Sie sehen, hier ist ein Kontaktwinkel, der kleiner ist als 90 Grad. Und Sie entwickeln dadurch eine Kraft, durch die Komponenten von der Oberflächenspannung, die den Tropfen hier reinzieht. Und das ist genau der Hebel, an dem wir ansetzen müssen, um das System zu verbessern. Wir müssen also versuchen, eine Oberfläche so zu designen oder so zu konstruieren, dass auch wenn der Kontaktwinkel hier kleiner als 90 Grad ist, eine Kraft entsteht, die in die Richtung zeigt. Und Sie sehen auch auf den Bildern schon direkt, was das Kriterium dafür ist. Damit die Kraft hier nach oben zeigt, brauchen wir hier eine konvexe Krümmung. Also der Tropfen muss sozusagen nach unten durchhängen und darf nicht hier nach oben durchhängen oder sich auswölben. Weil in dem Fall wird immer die Kraft hier runterziehen. Das heißt, wir müssen irgendwie unsere Oberfläche verändern in die Richtung, dass so ein Szenario entsteht, auch wenn der Kontaktwinkel kleiner ist. So, und wie kann man das machen? Solche Oberflächen nennt man super amphiphobic. Und das bedeutet, dass die sowohl superhydrophobisch sind, als auch superoleophobisch. Also Amphi hier heißt abweisend. Gegenüber Wasser. Und jetzt das Wichtige. Und Öl oder organischen Lösungsmittel. So, wie kann man das machen? Wir machen ein Gedankenexperiment und überlegen uns, wie wir es schaffen, den Meniskus immer konvex zu halten. Und um das zu machen, baue ich hier mal meine feste Oberfläche auf und verändere jetzt die Struktur von meiner Rauigkeit. Und anstatt einfach normale Säulen, sehe ich manchmal hier, hier sah es also vorher aus. Und jetzt verkippe ich mal den Winkel, hier war das 90 Grad, den verkippe ich jetzt mal so, dass wir hier sowas wie solche Dreiecke oder invertierte Pyramiden auf der Oberfläche haben. Das war ein bisschen extrem, vielleicht so. So, jetzt sehen Sie, ich mal den Winkel, zeichne ich nochmal vielleicht in einer anderen Farbe ein. Hier ist der also 90 Grad. Und ich nenne den Winkel hier mal groß Psi, um den zu unterscheiden von dem Kontaktwinkel. Und hier ist auch wieder mein Psi. Und in dem Fall ist Psi kleiner 90 Grad. So, jetzt, und hier entsprechend natürlich auch. So, jetzt zeichne ich mal eine Flüssigkeit ein, die einen Kontaktwinkel hat, der kleiner ist als 90 Grad. Und zwar zeichne ich das jetzt hier ein, vielleicht in blau. Also hier wäre der Kontaktwinkel und 90 Grad wäre so. Das heißt, ich mache den Winkel mal so. Sie sehen jetzt hier, ist der Kontaktwinkel und der ist hier auch kleiner 90 Grad. Und entsprechend hier genauso. Hier, das wäre 90 Grad. Und Sie sehen, obwohl der Kontaktwinkel kleiner ist als 90 Grad, habe ich hier immer noch einen konvexen Meniskus. Und im konvexen Meniskus können wir natürlich auch wieder die Komponenten der Oberflächenspannung einzeichnen. Also wir haben hier eine Oberflächenspannung, die zeigt nach da. Und wir haben hier eine Oberflächenspannung, die an der Oberfläche nach da zeigt. Wenn Sie die Vektoren hier addieren, bekommen Sie insgesamt eine Kraft, die hier nach oben gerichtet ist. Das ist jetzt natürlich nicht skalierbar, sondern nur ganz generell. Und Sie haben genau das, die Bedingungen erfüllt, die wir vorher an ein Cassie-Baxter-State
sozusagen angewendet haben. Wir brauchen einen konvexen Meniskus, der dazu führt, dass wir eine Kraft haben, die die Flüssigkeit aus den Oberflächenstrukturen raustreibt. Das heißt, in dem Fall ist ein Cassie-Baxter-State möglich, auch wenn der Kontaktwinkel kleiner als 90 Grad ist. Und ich sage mal hier noch Theta flach, ne, das ist Glas. Kleiner 90 Grad. Und die Bedingung, die wir dafür nur brauchen, ist, dass dieser Winkel hier kleiner ist als der Winkel. Ne, in dem Fall hier, wenn Psi, also der Winkel von der Oberflächenstruktur, 90 Grad ist, dann brauchen Sie hier einen Kontaktwinkel, der größer als 90 Grad ist, damit die Flüssigkeit einen konvexen Meniskus hat. Und wenn der Winkel hier kleiner ist, kann der Winkel auch kleiner sein. Das heißt, die brauchen nur Theta, der Kontaktwinkel, muss größer sein als Psi. Dann funktioniert diese Struktur. So, und das kann man natürlich jetzt ins Extreme treiben. Und Sie stellen sich eine Oberflächenstruktur so vor, als wäre das ein Tee oder ein Pilz oder sowas. Natürlich nicht so ganz einfach zu machen, die Strukturen, aber wenn ich jetzt bei sowas, ne, und man sieht hier, ist praktisch der Winkel Psi 0. Und wenn der Winkel Psi 0 ist, dann ist es ziemlich egal, was für einen Kontaktwinkel Sie haben. Also ich zeichne hier meine Flüssigkeit ein, die vielleicht, keine Ahnung, einen Kontaktwinkel von 30 Grad hat oder sowas. Und auch hier haben Sie trotzdem einen konvexen Meniskus und bekommen so eine Kraft, die nach oben zieht. Das heißt, mit so einem Design können Sie tatsächlich Flüssigkeiten mit sehr niedrigen Oberflächenspannungen und entsprechend sehr niedrigen Kontaktwinkeln trotzdem abweisen. Ist natürlich nicht so ganz einfach zu realisieren, solche Strukturen zu machen oder in der Regel. Okay, schauen wir uns das einmal auf den Folien an. So, Sie sehen hier genau das, was ich Ihnen eben gezeigt habe. Also auch hier haben Sie dieses Design. Sie sehen, der Kontaktwinkel kleiner 90 Grad. Trotzdem sind die Kraftkomponenten so ausgerichtet, dass sie nach oben zeigen. Und Sie sehen auch hier, Sie brauchen ein positives Phi Theta minus Psi. Okay, und das Ganze nennt sich sogenannte Re-Entrant Curvatures, also Krümmungen, wenn Sie von oben nach unten kommen, die zweimal durch die Struktur durchgehen. Das ist im Prinzip nur ein Kriterium, was zeigt, dass dieses Psi hier kleiner 90 Grad ist, dass Sie eine Oberfläche haben, eine Struktur, die sich sozusagen wegkrümmt. Gut, wie macht man sowas? Zum einen können Sie tatsächlich hier diese Pilzstrukturen herstellen. Das macht man über fotolithografische Prozesse. Das ist nicht so ganz einfach, aber da haben Sie tatsächlich mehr oder weniger akkurate Ts. Und Sie sehen auch hier wieder, die Krümmung des Meniskus ist immer konvex. Sie können es aber auch viel einfacher machen. Das ist eine Arbeit hier aus der Gruppe von Hans-Jürgen Butt aus dem Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz. Und da haben Sie so relativ, wenn Sie so wollen, ungeordnete Strukturen. Das sind so kleine Partikel, die auf der Oberfläche liegen. Und die wurden aus Kerzenruß hergestellt. Das heißt, im Prinzip hält man eine Oberfläche über eine Kerze. Der Ruß scheidet sich in diesen Partikeln ab. Und dann wird die Oberfläche noch hydrophob gemacht. Und dann bekommen Sie eine Struktur, die irgendwie so aussieht. Und Sie sehen, dass auch in solchen Strukturen haben Sie lokal immer Möglichkeiten, den Kontaktwinkel relativ klein zu halten und trotzdem einen konvexen Meniskus zu bekommen. Also auch sowas kann abweisende Oberflächen oder abweisende Eigenschaften haben. Und letztendlich können Sie auch irgendwelche beschichteten Textilien verwenden oder Gewebestoffe. Und auch da, wenn jetzt die Flüssigkeit reingeht, sehen Sie, dass Sie hier auch einen Kontaktwinkel haben, der kleiner ist als 90 Grad und trotzdem wieder den gekrümmten Meniskus, den Sie brauchen, um die Oberfläche abzuweisen. Das heißt, tatsächlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, sowas zu designen, um Strukturen zu bekommen, die wirklich sowohl Wasser als auch Öl abweisen können. Okay, vielleicht abschließend zu diesen Punkten. Wozu braucht man eigentlich superhydrophobe Oberflächen? Das ist teilweise relativ trivial. Wenn Sie selbstreinigende Oberflächen haben, Sie stellen sich vor, einen Lotus-Effekt auf einer Solarzelle, führt natürlich dazu, dass die Solarzelle immer mehr
oder mehr Sonnenlicht aufnehmen kann, weil weniger Schmutz drauf hängt. Das heißt, es verbessert die Effizienz und die Ausbeute in solchen Strukturen. Wenn Sie Eiszapfen haben, die an Häusern wachsen, kann das teilweise vor allem im Alpenraum größere Probleme verursachen im Winter. Ne? Sie können sich vorstellen, ein großer Eiszapfen, der Ihnen auf den Kopf fällt, ist nicht besonders angenehm und kann tatsächlich ziemlich verheerende Folgen haben. Wenn Sie das jetzt richtig beschichten, kann es dazu führen, dass das Eis einfach nicht so besonders gut daran haften kann. Dann ist es natürlich alles, was irgendwie sauber bleiben soll, Autos, Kameralinsen, Fassaden und so weiter, profitieren natürlich davon, wenn man solche schmutzabweisenden Oberflächen hat. Und zu guter Letzt, unser Freund der Wasserläufer profitiert von genau dem gleichen Effekt, nur wenn Sie so wollen, andersrum. Der hat an seinen Füßen so eine super hydrophobe Beschichtung und die sorgt dafür, dass er gar nicht ins Wasser reingesaugt wird, sondern, wenn Sie so wollen, aus so kleinen Luftkissen, die zwischen diesen Oberflächenstrukturen hängen, einfach auf der Wasseroberfläche laufen kann, ohne wirklich großen Kontakt zu machen. Und damit bin ich auch am Ende der Vorlesung für heute. Bedanke mich sehr für Ihr Interesse und fasse vielleicht nochmal kurz zusammen, was wir gelernt haben. Also wir haben gesehen, der Kontaktwinkel von der Flüssigkeit auf einer festen Oberfläche hängt davon ab, wie die einzelnen Grenzflächenenergien aussehen und kann entsprechend auch gesteuert werden. Dann haben wir gesehen, dass wir die Youngs-Gleichung verwenden können, um das herzuleiten oder genau zu quantifizieren. Haben dann gelernt, dass die Rauigkeit einen großen Effekt hat auf solche Kontaktwinkel und dass es zwei verschiedene Arten von Benetzungsszenarien gibt. Das Wenzel-Wetting, in dem die Flüssigkeit komplett einzieht in die Oberfläche, und das sogenannte Cassie-Baxter-Wetting, bei dem die Flüssigkeit wirklich nur auf den Spitzen der einzelnen Strukturen sitzt. Und wir können dann über die Wenzel- und Cassie-Baxter-Gleichungen auch ausrechnen, was für Kontaktwinkel wir dann erwarten würden oder beobachten auf so einer rauen Oberfläche, und haben letztendlich gesehen, warum die Lotuspflanze versagt, wenn Wasser zu Öl ausgetauscht wird, und was man technologisch machen kann, um Oberflächen herzustellen, um auch solche Flüssigkeiten mit niedrigen Oberflächenspannungen abzuweisen. Vielen Dank, machen Sie es gut zu Hause und bis bald. Tschüss.